Spezialeinsatz auf der Autobahn A7 bei Göttingen. Hier müssen Einsatzkräfte schmieriges, rutschiges Paraffin vom Boden lösen. Ein noch unbekanntes Fahrzeug hat große Mengen der Chemikalie verloren und ist einfach abgehauen. Nun muss die Autobahn auf einer Strecke von 50 Kilometern komplett gesperrt und gereinigt werden. Hier geht nichts mehr. Die glitschige, seifenartige Substanz ähnelt Kerzenwachs. Ausgehärtet auf der Fahrbahn ist es extrem gefährlich für die Autofahrer, da es die Straße spiegelglatt macht. Mehrere Autos sind hier ins Rutschen gekommen. Unfälle gab es bisher aber zum Glück nicht.